Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, wie sich das angefühlt hat, damals als kleiner und unerfahrener Zocki damit anzufangen, Filme zu sammeln. Natürlich hat's nicht wahnsinnig lang gedauert, bevor auch ich mich den Filmen der etwas härteren Gangart verschrieben habe, weswegen es damals zwei Reihen gibt, die mein noch verhältnismäßig leeres Regal überproportional oft bevölkert haben. Das war einerseits die aber definitiv alte Red Edition von Laser Paradise und natürlich auch die wahnsinnigen Blaurücken von Astro und vor allem eben diese Markierung Kultklassiker ungeschnitten hat mich eigentlich immer fasziniert und auch wenn ich immer wieder jemand bin, der sagt, ich kann mit schlichten Artworks weniger anfangen. Das ist irgendwie eine Art von schlicht, wie ich sie auch geil finde. Und wie selbst im Jahr 2021 immer noch ein kleiner Schwenk auf ein Regal mit einzelnen Blaurücken immer noch einfach etwas wahnsinnig Cooles sein kann. Und da habe ich mir jetzt eben vor einiger Zeit zum Ziel gesetzt, dass ich meine Blaurückensammlung ausweiten möchte. Und auch von den letzten, die da in der vor einiger Zeit veröffentlicht wurden, einige in meine Sammlung aufnehmen muss und möchte vor allem. Und ich weiß, dass Astro damals relativ stark kritisiert wurde, als sie damit begonnen haben, eben Filme wie Escape Plan und Tomb Raider auch zu veröffentlichen, weil, ja, gut, das Ungeschnitten ist jetzt nicht so ein Wahnsinn und Kultklassiker, naja, ich weiß nicht. Aber was mich persönlich eben absolut fasziniert hat an diesen Veröffentlichungen, ist das, was für viele genau das der große Kritikpunkt war, dieses Comic-Cover. Und ich muss an der Stelle einfach dazu sagen, als Fan von reißerischen gezeichneten Motiven mag ich dieses Cover-Artwork. Ich weiß zwar nicht, warum auf der rechten Seite neben Sylvester Stallone Brad Pitt gezeichnet wurde, aber George Clooney war offensichtlich auch an dem Tag am Set. Aber das ist trotzdem, obwohl jetzt nicht alle Charaktere wirklich, also ganz, ganz ehrlich, also dass das Schwarzenegger sein soll, das kann man echt niemand einreden. Aber abgesehen eben davon finde ich es eigentlich relativ cool gezeichnet und relativ cool gemacht und bin eben schon wirklich gespannt, wie die anderen Mediabooks dann aussehen und anders eben als einige, sagen wir mal, etwas billiger produzierte Mediabooks hier von DigiDreams, die zwar, die leider recht dünn ausgefallen sind mit einem 8-Seiten-Booklet, merkt man hier, dass bei diesen Astro-Editionen einfach noch wesentlich mehr dabei ist. Außerdem ist das Mediabook mit diesem Lederfinish versehen, was ich eigentlich einfach nur ziemlich, ziemlich cool finde. Schön auch diesen leichten Farbverlauf hier beim Blaurücken, dies Spine. Und wir haben dann eben natürlich auch diesen Filmstreifen-Look hier auf dem Backcover, bekommen dann da die Inhaltsangabe zum Film. Und ich muss dazu sagen, ich weiß eben, wie gesagt, Escape Plan ist jetzt nicht der prädestinierte Astro-Titel. Trotzdem liebe ich dieses Backcover-Design. Aber es gibt tatsächlich einen Grund, warum ich diesen Release unbedingt haben wollte und der findet sich nicht einmal auf der eigentlichen Escape Plan Blu-ray. Nein, ich wollte unbedingt Future Force 1 plus 2 mit David Carradine haben. Das sind zwar zwei Filme, die nicht, die weltweit nicht mehr in ordentlichem 35mm Material vorliegen. Deswegen für diese Blu-ray von einer Standard-Definition-Quelle hochskaliert werden mussten, aber es sind trotzdem zwei Filme, die mich einfach unglaublich sehr interessieren und wo ich mir gedacht habe, okay, passt, bevor ich mir da das eigene Future Force Mediabook hole mit einem Cover, das aber wirklich, wirklich, wirklich geiler gewesen wäre, wollte ich halt da auch einfach meiner Blaurückensammlung was Gutes tun. Und mit dem Bonusfilm ist das hier relativ gut gelungen. Interessanterweise hat man hier als Blu-ray von Escape Plan zwar ein Repack von der Concorde Film Blu-ray drinnen, aber mit einem eigenen Disc-Label-Druck, können dann, wenn wir uns eben die beiden Disc-Designs näher angeschaut haben, einmal hier auf das Innendesign blicken. Da hat man natürlich bei dem aktuellen Film wirklich den Vorteil, dass man auf eine gut aufgelöste Quelle zurückgreifen kann. Hier irgendwie ist das Standard bei DigiDreams, dass auf der rechten Seite von dem Booklet irgendwie auf der rechten Seite von dem Innenspiegel irgendwie meistens recht wenig nur mehr zu sehen ist. Und übrigens, das ist Arnold Schwarzenegger.
Das nicht. Aber wir können an der Stelle natürlich jetzt einmal durch das Booklet blättern, das in dem Fall wieder etwas umfangreicher ausgefallen ist, das eben hier ein klassisches Motiv zu dem Film eben noch zeigt. Schauen dann hier einerseits ein bisschen Cast und Crew Details anfinden, dann hier hoppala einen Text, der ja recht einfach, sagen wir mal, gesetzt ist, aber das Booklet eben zumindest ins Mediabook eingenäht, sieht eigentlich ganz gut verarbeitet aus, das Ding, nur halt eben, dass das Design von diesem Booklet-Inneren relativ mau ausgefallen ist eigentlich und die Textlawine manchmal halt mit so einer Bilderseite unterbrochen wird, aber da hätte man natürlich etwas kreativer sein können und etwas moderner sein können. Aber man muss sagen, es erfüllt seinen Zweck. Und ja, das ist auch ein gutes Stichwort. Es ist jetzt sicher nicht das beste Mediabook, das ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Aber wenn man, was ja dankenswerterweise nicht so schwer ist, die Astro Mediabooks zu einem günstigen Preis irgendwo erspäht, dann kann man da meiner Meinung nach durchaus zuschlagen.